Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Drakensang, das Auge der Göttin. Ja, wir sind in Avestreu wieder angekommen. Ist schon lange her, dass wir hier waren. Und ja. Eigentlich wollte ich jetzt schon zur Mühle gehen, aber ich habe mir gedacht, ich sehe mich erst einmal ein bisschen um. Hallo Schweinchen. Schweinchen und Wolfis Versteck. Ist Wolfis Versteck neu? Bei Wolfi ist hier nirgends zu sehen. Nur Binga Ackerbold. Hat sie was Neues? Verzeiht, aber ich habe jetzt leider keine Zeit. Okay, die hat keine Zeit für uns. Okay. Dann gehen wir noch zum alten Zollturm mal runter, wo wir das Spiel eigentlich gestartet haben. Zurück zu den Wurzeln und so. Was kann ich für euch tun? Ja, du hast nichts Neues anzubieten. Nur zwei Wundpulver und zwei Heilsalbe. Die brauchen wir gerade nicht. Ist hier ein unsichtbar? Hier ist nur. Ach so, ja. Hier war ja der Jahrmarkt. Und irgendwie sind die Gebäude zwar unsichtbar jetzt. Allerdings sind ihre Hitboxen, also ihre Kollisionsboxen noch vorhanden. Wie viele Verbände hast du gerade? 92, also kannst du den auch gerade haben. Das mal alles zu Bueno hier. Irgendwas sagt mir, man sollte das die Felle behalten. Weil man hat auch bei dieser neuen Sicherheitshändlerin, sage ich nicht, sie jetzt einfach mal Felle kaufen können. Und ja, das ist sehr interessant. Oh, beim Zollturm ist keine Sau mehr. Auch gut zu wissen. Und ob Söldner Hügelbold noch hier ist oder ob nur sein Marker noch hier ist, sehen wir auch gleich. Nö, Söldner Hügelbold ist hier. Sogar mit Gundwein. Ah, was hat die beiden hierher zurück zu verschlagen? Rontra zum Gruß. Seid ihr auch gegrüßt. Ich freue mich, euch beide wiederzusehen. Was hat euch denn nach Avestreu Wir verschlagen? sind unterwegs nach Murolosch. Graf Groven hat uns beauftragt, eine Nachricht an Geheimrat Gerling zu überbringen. Okay. Das klingt interessant. Wisst ihr, worum es dabei geht? Nein, leider nicht. Der Brief ist natürlich versiegelt und wir dürfen ihn nur Gerling persönlich aushändigen. Ich verstehe, dann wünsche ich noch eine gute Reise. Ich muss jetzt auch weiter. Auch euch eine gute Reise. Lebt wohl. Vielleicht sehen wir uns einmal wieder. Ganz bestimmt. Ich habe noch einiges hier in Kosch zu erledigen. Also, die beiden arbeiten jetzt scheinbar für Graf Grovin direkt.
nicht mehr für den Ritter, den wir jetzt bei uns im Anwesen rumstehen haben. Ja, okay, ist klar. Oh, hier ist auch wieder etwas Unsichtbares, was im Weg steht. Auch gut. Aber ja, der Jahrmarkt ist weg, bis auf den Alchemietisch. Und da ist es mit Büschen voll, aber trotzdem stehen unsichtbare Blöcke im Weg. Und ja, wie gesagt, Pflanzen. Vor allem da jetzt Pflanzen nachwachsen in der Mod scheinbar. Okay. Vögel, die sich einfach mal so entschließen, wegzufliegen, sind die ein gutes Zeichen? Oder wir haben sie einfach verscheucht. Gut, wir können noch mit dem Holzfäller reden und dann war's das mit den Leuten hier. Und dann gehen wir oben mal Rübenfallen suchen. Wollt ihr was im Holz? Kostet ihr aber was? Ja, der verkauft nur Ulmenholz, das brauchen wir gerade nicht. Wäre hier überhaupt eine Werkbank? Ich weiß, hier ist eine Schmiede, die gar nicht mehr angezeigt wird. Aber ansonsten ist hier nichts. Gut, auf zum Mühlenkeller. Nach Oma Rübenfallen suchen. Was auch immer die hier macht. Was zur Hölle war das? Ach, Wolfi. Ruhig, Wölfi. Der nette Zwerg will uns nichts tun. Allerdings nicht. Ich bin aus einem anderen Grund hier. Das freut mich zu hören. Ihr wollt mir bestimmt helfen, nicht wahr? Eigentlich wollte ich nur das Paket für euren Enkel Ulfing aus Ferdok abholen. Das Paket für Ulfing? Ich fürchte, da muss er noch ein bisschen warten. Warum kommt er denn nicht selbst? Leider hält ihn ein dringender Auftrag davon ab, euch zu besuchen. Deshalb hat er mich darum gebeten. Diese jungen Leute. Keine Zeit für ihre arme alte Großmutter. Immer nur heißt es. Keine Zeit, keine Zeit. Ja, früher, da war alles noch anders. Wir hatten immer Zeit für unsere Verwandten. Okay. Ulfing wird seinen Besuch bestimmt bald nachholen. Wer jetzt so freundlich wird und mir das Paket übergeben wird? Keine Zeit. Das geht leider nicht. Da wird Ulfing noch etwas warten müssen. Also doch keine Zeit, hä? Es geht doch mit eurem Enkel nicht so hart ins Gericht. Er kommt euch bestimmt bald besuchen. Darum geht es doch gar nicht. Ich muss erst meinen Kater aus dem alten Keller holen. Ich glaube, ich verstehe nicht recht. Wo liegt das Problem? Ja, hört ihr denn nicht die merkwürdigen Geräusche, die aus dem Keller dringen? So alt seid ihr doch noch gar nicht. Das ist mir nicht geheuer. Jawohl. Bestimmt hat sich dort ein wildes Tier eingenistet oder vielleicht
spukt dort sogar ein fürchterliches Gespenst herum. Ach, ich mache mir solche Sorgen, dass ihm etwas passiert ist. Wie wäre es, wenn ich in den Keller gehe und nach einem Kater Ausschau halte? Für diese Geräusche gibt es bestimmt eine vernünftige Erklärung. Das würdet ihr tun? Ich werde so lange hier auf euch warten. Ich bin gleich zurück. Okay. Weg mit hier. Ich habe Oberrümenfein vor dem Mühlenkeller zusammen mit Wolfi, dem Wach und der Ackerbolz gefunden. Oma Rümenfeins Karte. Oma Rümenfeins Karte ist im alten Mühlerkeller verschwunden. Sie traut sich nicht selbst hinunter, weil merkwürdige Geräusche aus dem Keller dringen. Ich habe mir versprochen, der Sache auf den Grund zu gehen. Also entweder ist da was ganz Böses drin oder es ist nichts drin. Der alte Mühlenkeller war ja zum Glück nicht groß. Das bin ich, Zerik. War ja zum Glück nur ein Rattennest, eigentlich. Wir machen hier trotzdem mal einen Quick Save. Weil wer auch immer diese Geräusche fabriziert hat, das ist mir auch nicht so wirklich geheuer. Das tote Maultier kennen wir noch. Baroschem, wie die Zwerge zu sagen pflegen. Ein edles Tröpfchen, das wir gebraut haben. Was zur Hölle? Es war doch eine gute Idee von mir. Ja, das kann man wohl sagen. So haben wir beide was von den Äpfeln. Hier unten sind wir auch ungestört. Es muss ja nicht jeder wissen, was wir hier machen. Okay. Ich habe Oma Rübenfeins Karte im alten Mühlenkeller gefunden. Dort unten hatten sich keine wilden Tiere versteckt. Die Geräusche wurden von einer Apparatur erzeugt, die Grantel, Ackerbold und Berwin Rübenfein aufgestellt haben, um erwünschte Besucher fernzuhalten. Und saufen Apfelwein. Ja, was macht denn ihr hier unten? Wir waren sicher, dass sich niemand hier runtertrauen würde. Überrascht, ihr habt nicht im Ernst gedacht, dass mich die merkwürdigen Geräusche abhalten würden. Ich bin übrigens auf der Suche nach Oberrübenfeins Kater. Ja, aber er hatte uns versichert, dass die Apparatur jeden unerwünschten Besucher fernhalten würde. Bei Oma Rübenfein und Wolfi hat das ja auch geklappt. Wen meint ihr eigentlich mit ihr? Na, diesen reisenden Händler, der mit allerlei magischen Artefakten und ähnlichem handelt. Der hat uns das Ding verkauft. Na, hat er euch wohl mehr versprochen, als er halten konnte. Was treibt ihr beiden hier eigentlich? Das sieht mir doch sehr nach einer Schnapsbrennerei aus. Wissen denn eure Frauen davon? Ja, also ich... Oi, Grantel, nicht auszudenken. Ja, wenn Oma Rübenfein oder unsere Frauen davon wüssten. Mann, gäbe das Ärger. Ihr habt doch nicht vor, uns zu verraten. Tja, ich weiß nicht recht. Aber ihr habt doch dafür gesorgt, dass wir unseren Streit um den Apfelbaum beigelegt haben. Und irgendwas mussten wir ja mit all den Früchten machen. Und da hatte Grantel diese Idee. Wie? Das war doch deine Idee, Berwin. Ja, ich höre wohl nicht recht. Du weißt genau. Hört ihr nicht auf zu streiten? Sag mir lieber, was ich mit euch machen soll. Wie wäre es, wenn wir euch ein paar Flaschen von unserem Schnaps überlassen würden? Und dafür behaltet ihr unser kleines Geheimnis für euch? Aha, ihr wollt mich also bestechen. Nein, natürlich nicht. Vielleicht könntet ihr sie als Probe mitnehmen und euch bei euren Reisen nach einem Käufer umsehen. Ja, das kann ich machen. Dann gebt mir mal ein paar Flaschen von eurem Selbstgebrannten. Hier habt ihr. Und vielen Dank, dass ihr unseren Frauen nichts erzählt. Kommt doch wieder vorbei, wenn ihr einen Käufer gefunden habt. Das werde ich. Lebt wohl. Avis treuer Apfelschnaps und dann auch noch 10 Flaschen. Ein selbstgebrannter Apfelschnaps aus Arvestreu. Okay. Damit hätten wir auch das Schnapsproblem für Danko gelöst. Die haben leider nichts mehr zu sagen. Die Truhe haben wir, glaube ich, schon geknackt. Das heißt, wir müssen nicht noch nach Talon reisen, um Apfelschnaps zu besorgen. Ist gut, dass wir erst hierher gekommen sind.